Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV's Adventskalender. Heute mal mit was ganz anderem. Reden wir mal über unsere liebsten Weihnachtsfilme. Denn es gibt da so ein, zwei, drei Filme, die wir immer gucken an Weihnachten. Ja. Und bei mir, ich fange einfach mal direkt an. Ich wollte gerade sagen, also Weihnachtsfilme in Klammern gesetzt. Ja, also ein Ghostbusters ist so für mich zum Beispiel auch ein Weihnachtsfilm, obwohl das nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber er läuft halt immer, genau, läuft immer um die Weihnachtszeit rum, ne? Genau. Und deshalb ist für mich, wo sogar Weihnachten mit drin ist, ein Weihnachtsfilm, eindeutig Harry Potter und der Stein der Weisen. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. Der erste Harry Potter Film ist für mich einfach ein Weihnachtsfilm, den ich immer, immer, immer an Weihnachten gucke. Der hat für mich so ein Feeling, so ein schönes kindheits-jugendliches Feeling. Ja. Ich mag das total gerne. Ich liebe Harry Potter sowieso. Am liebsten gucke ich auch an Weihnachten alle Harry Potter Filme, aber der erste ganz besonders. Also wenn ich nicht alle schaffe, dann gucke ich mindestens mal den ersten. Das ist so die Nummer 1 bei mir. Also gefühlt gehört Harry Potter wirklich zu den Weihnachtsfilmen dazu. Ja. Muss ich ganz klar unterschreiben. Auf jeden Fall von den Harry Potter Filmen der erste, ganz klar der weihnachtlichste von allen. Ja, ja. Das stimmt. Für mich ist ganz klar so der Top-Weihnachtsfilm Christmas Vacation mit den Griswolds. A bit nipply out. I mean nippy out. What did I say? Nipple? There is a nip in the air, though. Ja, okay, der ist natürlich, der das ist so, der, also der, das stimmt, der muss man eigentlich gesehen haben. Der liegt zu Hause, der ist quasi so. Aber leider gibt es da keine so richtig krass überarbeitete HD-Version von, oder? Ja, doch, es gibt eine Blu-ray-Version. Ja, gibt's ja sogar. Obwohl die halt nicht wirklich Blu-ray dann wahrscheinlich ist. Ja. Das ist so, das gehört jedes Weihnachten. Das ist für dich die 1? Ja, definitiv. Okay. Ja, würde ich sogar im Sommer gucken, weil einfach lustig ist. Bei mir ist die 1 auf jeden Fall Harry Potter und der Stein der Weisen. Auch bei mir ist auf der 2 ist für mich übrigens Ghostbusters der erste. That's great. Actual physical contact. Das ist für mich auch ein Weihnachtsfilm, den ich eigentlich auch immer, wenn ich kann, an Weihnachten gucke. Ja, bei mir Nummer 2 ist Kevin allein zu Hause. Merry Christmas. Ja, okay, der Originale. Ja, du holst halt eher so die klassischen, wirklich Weihnachtsfilme. Ja, ja, das ist halt so. Okay, und auf der 3? Was hast du auf der 3? Hast du vielleicht Star Wars sogar auf der 3? Ich habe Star Wars auf der 3, ja. Bei mir ist auf Platz 3 ist bei mir eigentlich hier der mit Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, wo er den, für seinen Sohn den Action Man Where's your Christmas spirit? That's better. Das ist für mich eigentlich auch ein Weihnachtsfilm, den ich immer gucke, und der wäre auf der 3 gewesen. Aber dadurch, dass Star Wars jetzt ja eingeschweißt ist auf meinen Geburtstag so umgehen, ja, ist für mich auch Star Wars auf jeden Fall Weihnachtsfilm jetzt. Also ich ziehe mir zu Weihnachten oder um und bei Weihnachten immer auf jeden Fall alle Star Wars Filme rein. Vor allem seit 2 Jahren kommt auch jedes Christmas ein neuer Star Wars Film raus. Das heißt, es wird immer mehr Richtung... Es wird ein Weihnachtsfilm. Es wird ein Weihnachtsfilm, ja, ja, auf jeden Fall. Also gut, bei mir ganz klar die originalen alten. Ja. Original 1, 2 und 3. Ja, mein Liebster ist ja Rogue One. Aber das ist was anderes. Rogue One ist für mich der beste Star Wars Film überhaupt. Nur mal so nebenbei. Aber okay, ist der beste. Ich mag ihn persönlich auch sehr gerne. Ja, ist der beste Star. Wenn ihr noch nie einen Star Wars Film gesehen habt, schaut euch zuerst Rogue One an. Ist der beste, den es gibt. Ist so. Mit dem Anfang? Ja, da ist alles drin. Doch, ist wirklich der beste. Im Prinzip ist er auch der Start von Star Wars. Aber es ist egal. Das ist in der Nähe. Okay, noch kurz. Meine 1. Harry Potter und der Stein der Weisen auf 1 oder alle Harry Potter Filme. Auf Platz 2 ist Ghostbusters. Ist Ghostbusters der erste. Und auf Platz 3 ist bei mir einer der Star Wars Filme. Da kann ich mich leider nicht entscheiden. Bei dir? Christmas Vacation. Die 1? Die 1, ganz klar. Kevin allein zu Hause ist Nummer 2. Okay. Und Nummer 3 ist Original Teil 4 von Star Wars. Geil. Okay, das wär's für heute mit dem Adventskalender-Türchen. Schreibt mal unter die Comments, was eure liebsten Weihnachtsfilme sind und welche auf jeden Fall immer an Weihnachten dabei sein muss. Mir fallen auch noch so ein paar Sachen ein, wie zum Beispiel Loriot. Ist auch so ein Klassiker, in Deutschland aber nur. Oder hier als Kind, also beziehungsweise, was heißt als Kind? Ich guck's immer noch. Weihnachtsmann und Co-KG. Weihnachtsmann und Co-KG, auch so ein Klassiker. Ja. Naja, okay. Dann schreibt mal unter die Comments, was eure Lieblingsweihnachtsfilme sind. Hackt das auch schön in die Kommis rein unten und hammert den Like und smash den Abo-Button. Und teilt das mit Omi Oppi und fragt mal, was deren geilsten Filme sind, und haut das auch in die Kommentare rein. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Adventskalender-Türchen. Jingle Bell.